Willkommen zurück hier zu Dragon Ball Z. Der Kampf beginnt zwischen Son Goku und Buu. Wer wird gewinnen? Buu ist inzwischen das reine Böse geworden. Lass uns jetzt aufhören, Buu. Aus irgendeinem Grund ist Buu sehr ruhig. Ja, ist er in der Tat. Er schläft. Du Trottel, leg dich nicht mit mir an. Jetzt ist er wach. Was für ein Sonderling. Okay, das war's. Der Endkampf. In der Tat, Son Goku gegen Buu. Der Endkampf beginnt. Bei phänomenaler Musik. Okay, wir haben hier schon ein bisschen was zum Angreifen. Aber zuerst heißt es verteidigen. Gegen das reine Böse. Also da hatte der ursprüngliche Buu nicht Unrecht, den wir vorher kennengelernt haben, als er sagte, er ist nicht mehr er selbst, wenn wir den dicken Buu zerstören würden oder befreien würden. Okay, jetzt greifen wir an. Heilige! Ist aber knapp. Und Buu geht wieder in die Offensive, wie wir hier sehen können. Das ist für uns gar nicht mal so verkehrt. Okay. Drei Phasen Attacke. Und wie es bei Bossen üblich ist, wird er vermutlich nicht erst Ki sammeln, bevor er mit Spezialattacken angreift. Und ich glaube, dieser Boss hier ist extrem, extrem, extrem fies. Sehr, sehr mies und fies und unangenehm. Okay, Verteidigung kriegen wir hier rein. Vermeiden. Okay. Okay, okay, okay. Und dann wird das hier wohl auch der finale Part sein. Wie ich vermute. Es sei denn, wir verlieren. Dann werden wir noch mehr Parts haben. Dann werden wir noch mehr Parts erleben, noch mehr Spannung. Bisher ist hier alles ausgeglichen. Tja. Vier Phasenattacke. Buu steigert sich. Bisher hat er jetzt, glaube ich, viermal oder dreimal angegriffen. Ich weiß gar nicht genau, wie oft. Ich glaube dreimal. Das heißt, es könnte jetzt Zeit sein für einen Angriff. Tja. Was machen wir denn jetzt mal? Greifen wir schon an? Nee, ne? Nee. Machen wir nicht. So. Drei Phasenattacke muss reichen. Erstmal. Bam. Ja, extrem viel Schaden, wie wir hier sehen können. Was macht er jetzt? Greift er jetzt an? Runde 4? Na, ich glaube noch nicht. Ach, er sammelt doch Ki. Ist ja sehr spannend. Und spannend wird, wie ich immer sage, zu sehen sein, womit er angreift. Mit welchen Attacken. Was haben wir denn da Schönes? Schockwelle. Das heißt, wir haben sowohl Vermeiden als auch Schockwelle zur Auswahl. Sehr spannend. Hand ist voll. Dauerschlag kann mal weg. So. Buu hält die Kampfstellung. Und normalerweise müsste er jetzt nicht angreifen. Also nicht mit einer Spezialattacke angreifen. Wenn er normal wäre. Aber ist er das? Nee, oder? Okay, 5 Phasenattacke. Sehr schön. Das heißt, wir wissen, genau, gleich greift er an. Nur womit? Wir wissen es nicht. Doch wir werden es entweder schmerzhaft oder nicht schmerzhaft herausfinden. So.
Wir haben auf jeden Fall haufenweise Angriffspunkte. Okay, er bewegt sich. Er bewegt sich auf uns zu. So, er geht auf den Boden. Das ist ein Indiz für einen Strahlenangriff. Mal gucken. Energieball, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, wie toll. Und dennoch, jetzt ist die Gefahr sehr groß, dass er angreift. Nochmal angreift, weil er ja nicht erfolgreich war. Und wir warten noch weiter ab. Okay, Kampfstellung. Der lässt also nichts anbrennen, der Bu. So, und wir bewegen uns jetzt mal auf ihn zu. Und machen uns damit also quasi bereit für den ersten Angriff. Den ersten richtigen Angriff. Aua! Und kassieren ordentlich Schaden, natürlich. Okay, nur Strahlenangriffe haben wir hier. Mal gucken, ob es was bringt. Kampfstellung. Treffer. Und Schaden, der sich sehen lässt oder sehen lassen kann. So, jetzt heißt es Obacht geben. Nein, das war schlecht. Ich dachte, er würde angreifen. Und damit haben wir jetzt vermutlich verloren. Eieiei. Was haben wir da jetzt? Ausdauer. Eieieiei. Mal gucken, was da jetzt rauskommt. Auferstehung natürlich. Typisch für Bu. Die Regeneration. Das wird ein ganz, ganz, ganz hartes Stück Arbeit werden. Okay, er greift noch nicht an. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Ausdauer einsetzen. Das ist ganz klar. Im nächsten Angriff. Okay, 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 okay. Was haben wir da jetzt? 4-Phasen-Attacke. Okay. Ja, ja, das wird ein finaliges Finale werden hier. Ein finalwürdiges Finale. Schluck, das, du Penner. So. Ausdauer. Und Super Kamehameha. Aufgepasst. Boah. Ein Glück. Wir da jetzt? Energiebombe. So, liebe Leute, riskieren wir es jetzt oder nicht? Wir riskieren es. Könnte jetzt auch verkehrt sein. Ausdauer. Schade. Es hätte es sein können. Doch es wurde es nicht. Und jetzt haben wir die Arschkarte vielleicht. Wenn er angreift. Und er greift nicht an. Also Glück im Unglück. Noch haben wir die Chance. Ich vermute aber, wenn wir jetzt nochmal angreifen würden, dann wären wir, würde er abwehren.
ist ja. Egal. Wir haben, glaube ich, verloren, weil er gleich angreifen wird. Glaube ich. Ausdauer schon wieder. Okay. War jetzt nicht so schlau von ihm. Tja, was macht er jetzt? Bitte nicht, greif nicht an. Er greift an. Was für ein Monster. Und das war's, glaube ich. Boah, wir leben noch. Was ist denn das hier für ein Spiel? Was ist denn das hier für ein Spiel? So, jetzt greifen wir wieder an. Kampfstellung. Treffer. Und wir haben es geschafft. Was war das für ein Finale? Das war nun wirklich ein würdiges Finale. Und wir waren erfolgreich und sichern uns eine 6-Phasen-Attacke. Warum auch nicht? Kakarott, es scheint, als seist du der Einzige, der Buu vernichten kann. Kämpft ohne mich. Schnapp ihn, bevor er wieder lebendig wird. Aber ich brauche einen Moment, um meine Kraft zu sammeln. Ein Moment? Mist, hätte ich doch bloß ein Potara dabei. Das war wohl ein bisschen voreilig. Ich dachte, ihr macht euch Sorgen um mich. Oh! Provozier uns nicht, du Trottel. Ich versuche, ihn wegzulocken. Sammle deine Kraft. Hä? Jetzt sofort. Okay, aber ihr werdet gleich sterben. Und wenn du wieder stirbst, wird deine ganze Existenz aus der Welt und dem Jenseits verschwinden. Deshalb stirb nicht wegen mir, Vegeta. Du brauchst dich bei mir nicht auszujammern. Sangoku begann auf Super Saiyajin Ebene 3 seine Kraft zu sammeln. Vegeta bekämpfte Buu mit allem, was ihm zur Verfügung stand. Aber Buus Stärke war unglaublich. Vegeta stand kurz davor, besiegt zu werden. Und dann... Buu! Hm? Leg dich nicht mit uns an, du Mistkerl! Der Weltmeister Mr. Satan ist hier, um euch fertig zu machen! Macht euch bereit zum Sterben! Ich glaub's nicht. Ach du Schande, er ist unheimlich. Plötzlich wirkte Buu etwas heraus. Den fetten Buu. Der Teil von Buu, der mit Mr. Satan befreundet war, begann den Rest Buus auszuscheiden. Ich hasse dich, hör auf Mr. Satan zu schikanieren. Buu! Ein heftiger Kampf zwischen den beiden Buus begann. Der böse Buu war weitaus stärker als der fette Buu. Der fette Buu stand kurz vor einer Niederlage. Plötzlich brach Ki aus Sangoku hervor. Sangokus Körper konnte den Stress, an Super Saiyajin 3 zu sein, nicht aushalten. Verzweifelt rief Vegeta, Dende und die anderen. Kaioshin, Dende, könnt ihr mich hören? Fahrt nach Namek und holt Dragon Balls. Vegeta, ist es nicht zu früh, um Dragon Balls zu benutzen? Die Menschen auf der Erde sollen den Preis auch bezahlen. Was? Sie fuhren nach Namek und fanden heraus, dass die Namekianer 7 Bälle gesammelt hätten. Vegeta bat sie, Pulunga zu rufen. Er hatte 2 Wünsche frei. Einer war, die Erde zurückzubringen. Der zweite war, alle wiederzubeleben, die bei der Schlacht an diesem Tag gestorben waren. Außer den Bösen. Was? Jetzt? Dende, Vegeta hat einen Plan, tu es. Okay, aber was ist mit dem dritten? Das ist mir egal, benutz ihn selber. Und da ist Pulunga. Dende teilte Pulunga seine Wünsche mit. Vegeta wurde ebenfalls wiederbelebt. Toll, sie glauben nicht, dass du schlecht bist. Alle Mann bereit machen für das Genki-Dama. Hä, Genki-Dama? War dein Plan? Das funktioniert nicht. Selbst dann nicht, wenn wir von jedem etwas Energie sammeln. Etwas? Nein, wir nehmen die ganze Energie. Vegeta ließ sich Energie von Kaioshin und sagte zu allen auf der Welt.
Hebt eure Hände, macht schon. Besonders höflich war er noch nie gewesen. Aber niemand außer Son Goku und seinen Freunden traute Vegeta, weshalb nur wenig Energie gesammelt werden konnte. Außerdem kam Buu hinter ihren Plan. Vegeta begann, mit Buu zu kämpfen, um noch etwas Zeit zu schinden. Son Goku flehte die Menschen um Hilfe an, die jedoch ignorierten ihn. Enttäuscht rief Mr. Satan aus: Seid doch nicht so dickköpfig! Helft gefälligst sofort mit! Hört ihr mich? Ich bin's, Mr. Satan! Ich werde Buu töten, aber ihr müsst mir helfen! Hä? Ich hatte keine andere Wahl! Ich musste es so sagen, sonst hätten sie mir nicht zugehört! Zuerst müssen wir Buu schlagen! Welche Energie! Welch Lebenskraft! Bleib zurück, Vegeta, sonst erwischt es dich! Mach dir um mich keine Sorgen, mach schon! Ja, Mist! Als Buu auf Son Goku zielte, Vegeta ist weg! Los, mach ihn fertig, schnell! Gut gemacht, Mr. Satan! Vielleicht bist du ja der Retter der Welt! Das hast du sehr gut gemacht! Wenn du wiedergeboren wirst, sieh zu, dass du ein guter Mensch wirst! Ich freue mich darauf, dich wiederzutreffen! Bis bald! Wow! Und das Genki-Dama hat Buu endlich geschlagen. Puh, es ist endlich vorbei. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Haha. Son Goku, Dende, Kaioshin und Alt-Kaioshin. Ich kann's nicht glauben, wie kaputt die Welt des Kaioshin ist. Bitte heil Vegeta, Dende. Natürlich. Haha. Was ist, Hündchen? Buu, Buu! Hä? Er lebt noch! Bitte heil ihn! Sei nicht albern! Ich mache ihn fertig! Halt! Er ist in Wirklichkeit nicht so böse! Er wurde böse, als irgendein Dummkopf seinen Hund umbrachte! Ich übernehme die Verantwortung! Bitte! Ich flehe dich an! Was kannst du denn bloß tun? Geh weg sofort! Heile Buu, Dende! Ist es dein Ernst? Komm, Vegeta. Dieser Buu und Mr. Satan haben uns auch sehr geholfen. Ohne sie wären wir vielleicht nicht hier. Richtig? Wenn wieder etwas passiert, werden wir einfach kämpfen. Lass uns hart trainieren, damit wir nächstes Mal beim Zweikampf bestehen. Aber für Buu wäre es keine gute Idee, auf der Erde zu leben. Die Menschen haben nicht vergessen, was er dort angerichtet hat. Wir sperren Buu 6 Monate lang weg. Wenn die Bälle wiederbelebt werden, werde ich Shenlong bitten, Buu aus der kollektiven Erinnerung der Erdbewohner zu streichen. Wieder Dragon Balls? Ich bin weg. Danke, vielen, vielen Dank. Lasst uns zusammen zur Erde zurückgehen, wenn es Buu besser geht. Ich werde eine Woche lang schlafen. Sehr schön. Und damit haben wir das Spiel geschafft. Wir haben Dragon Ball Z, legendäre Superkämpfer, erfolgreich bestritten. Ein, wie ich finde, sehr schönes Spiel oder Spielchen für zwischendurch. Es ist sicherlich in die Jahre gekommen, aber dennoch sehr, sehr spielenswert. Ich stehe sowieso auf rundenbasierende Kämpfe. Und na gut, also ein großer Negativpunkt in dem Spiel ist natürlich, die Übersetzung ins Deutsche war doch wirklich sowas von grottenschlecht. Also es ist eines der schlimmsten Übersetzungen, die ich jemals gesehen habe eigentlich. Aber das ist schon grenzwertig gewesen. Aber abgesehen davon, ja, hat es sehr Spaß gemacht. Man konnte zumindest im Groben die Geschichte von Dragon Ball Z nachspielen. Was ich auch sehr, sehr toll finde und fand. Klar, es war einiges recht abgehackt. Oder auch Sachen wie der Kampf gegen C18 und C16 im Raum von Geist und Zeit, die normalerweise so in der TV-Serie, denke ich, nicht stattgefunden haben. Aber ja,
Ich fand's sehr, sehr amüsant und schön. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann freut mich das natürlich sehr. Und jetzt sehen wir hier die Credits durchlaufen. Und ich bin echt zufrieden und froh. Und eventuell werde ich bald, in den nächsten Monaten vielleicht, noch ein, zwei weitere Projekte für den, für den Game Boy Advance oder Game Boy Color mit einfließen lassen in meine Upload-Pläne. Wir werden mal sehen, was sich ergeben wird. Und ja, ich denke mal, ich werde euch mal alleine lassen mit den restlichen Credits. Gute Arbeit insgesamt, wie ich finde. Ein schöner Titel, der einen an die Kindheit erinnert. Also mich zumindest. Und ja, wir sehen uns wieder, hoffentlich, in einem der anderen Projekte, die ja noch am Laufen sind. Und auch noch am Laufen sein werden in naher Zukunft. Also, man sieht sich. Ich verabschiede mich für dieses Projekt mit den 7 Dragon Balls und Son Goku und den Produktionisten. Nennt man das Produktionisten? Nee, oder? Ist doch egal. 1989, Bird Studio. Wir haben's geschafft. Das Ende ist erreicht. Mit Son Gohan, Son Goku, Son Goten und Chi-Chi. Also, wir sehen uns. Wir haben auch den Schlachtmodus jetzt noch. Ist ja sehr interessant. Okay, also, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Na wohl, wisst ihr was? Wir gucken mal den Schlachtmodus an. Wow! Random Battle? Was haben wir da Schönes? Im Team Son Goku als Super Saiyan 2. Und dann kann man sich noch duellieren quasi. Machen wir jetzt aber nicht. Nee, machen wir jetzt aber nicht. Also, ich verabschiede mich. Und zwar mit dem Kampfsymbol. Also, bis zum nächsten Projekt.